Unglaublich, es schmeckt noch fader als sonst. Gespräche. Berühre auf dem Touchscreen die Person, mit der du gerne sprechen möchtest. Daraufhin erscheint ein Symbol, so wie bei der Katze eben. Berühre das Symbol, um mit den Leuten sprechen zu können. Dad stochert wie immer lustlos in seinem Essen herum. Reichst du mir bitte die Sojasoße, Ethan? Um nach links und rechts zu schwenken, nutze das Steuerkreuz oder führe den Touchpen über den Bildschirm. Ah, das hatten wir ja schon. Da ist die Sojasoße abgeblieben. Hier, die Sojasoße. Danke. Kerr ist sehr begeistert. Was sagt Mami denn? Was ist? Kann ich das Salz haben, Mom? Da sind diese Tripbilder, die ich meinte. Bitte, hey, hast du dich geschnitten? Wie ist das denn passiert? Ist er verletzt? Hat dich jemand angegriffen, Ethan? Kerr, ey, dramatisiert der. Oh, das meint ihr. Ach, das war nur Socks. Er hat mich mal wieder gekratzt. Socks. Na, dann ist ja gut. Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Wer erschreckt hier denn wen? Ich wollte Socks baden und er rastete völlig aus. Hahaha, ja, das ist unser Socks. Wasserschau wie kein anderer. Nächstes Mal übernimmt das jemand anders. Da wir gerade von Socks sprechen, ich habe Derek schon lange nicht gesehen. Stimmt, Socks gehört eigentlich Onkel Derek. Tja, scheinbar braucht er unser Geld heute nicht. Lass das, Tim. Du sollst nicht immer so über ihn sprechen. Schon gut. Naja, danke jedenfalls für das Essen. Unterwegs. Führe den Ort, an den du möchtest, daraufhin erscheint ein Symbol. Ist das nicht putzig? Berühre das Symbol, um an diesen Ort zu gelangen. Reden wir nochmal mit unserer Mami. Findest du es etwa zu fade? Oh, das tut mir leid. Oh, die arme Mami. Sagt er was zu dem Bier? Wahrscheinlich werde ich eines Tages doch Bier trinken. So wie Dad. Oh, na toll, sei stolz drauf. Naja. Ja, danke, Mom. Mhm. Guck mal, da ist die Katze aber böse. Und jetzt hat sie einen Drogentrip. Aber wer war der schwarze Mann? Das Fenster steht wieder offen. So. Na, Socks, warst du jagen? Draußen wirst du nur schmutzig. Sag nicht, du bist noch sauer. Tut mir leid, das war auch mein letzter Versuch, dich zu baden. Versprochen. Ethan, Tee ist fertig. Komme gleich. Unfassbar. Gerade eben haben wir gegessen und schon kriegen wir wieder was auf die Backe.
Dann wollen wir mal runter. Ach komm schon. Ich brauche nicht viel. Nur ganz wenig. Moment. So, da bin ich wieder. Tut mir leid. Das war meine Oma. Ich wollte mir wieder auch quatschen, dass ich Fernsehen gucken soll. Das ist die zweite große Macke an ihr. Entweder soll ich essen oder Fernsehen gucken. Ja, da wird man glatt zum Amerikaner bei ihr. Wir waren bei Derek. Ach komm schon. Ich brauche nicht viel. Nur ganz wenig. Ist das nicht Onkel Derek? Wenn man vom Teufel spricht. Ich kann dir nichts leihen, versteh das doch, Derek. Dann bleibe ich eben so lange hier. Wie gefällt dir das? Wir können kaum etwas sparen. Du kannst dich nicht immer nur auf uns verlassen. Oh, hallo, Onkel Derek. Hey, Ethan. Bring diesen alten Geizkragen doch ein bisschen zur Vernunft. Das reicht, Derek. Los, raus mit dir. Ich werde mich nicht länger beschimpfen lassen. Das Geld bliebe doch in der Familie. Was ein Schnorrer. Warum rege ich mich auf? Du hast mich schon immer... Was? Du hast schon immer schlecht von mir gedacht. Also? Rede nicht um den heißen Brei. Sag endlich, was du willst. Ja, Geld. Sagt er doch. Das wird dir noch leid tun. Pass lieber auf dich auf, Bruderherz. Mom sitzt hier einfach und trinkt Tee. Unglaublich. Ja, ich bin schon weg. Aber Derek, ich hab uns doch Tee gemacht. Das ist ihre einzige Sorge. Unglaublich. Vergiss den Tee, richte ich immer drauf. Dann werde ich also brav nach Hause gehen. Tu das. Aber ich komme wieder. Wow. Der Mann schafft mich. Wann wird er endlich erwachsen? Riecht nach Ärger. Oh, Ethan, nimm dir doch einen Apfel, Junge. Gott, schon wieder essen. Ja, klar. Hör mal, ich habe was überlegt. Morgen ist doch dein besonderer Tag. Was meinst du? Ja, stell dich dumm, dann geht's dir gut. Dein Geburtstag, Ethan. Du bist morgen 17. Wie? Der wird morgen 17 und hat noch nie Bier getrunken? Wie kommt ihr plötzlich auf meinen Geburtstag? Im Ernst, wie kommen Sie gerade jetzt darauf? Ach, ihr wollt sicher wissen, was ihr mir schenken sollt. Dir schenken? Naja, ich hätte gern... Warte, ich weiß, du möchtest noch eine Uhr, richtig? Wow, sie kann hell sehen. Nee, sie ist deine Mutter. Ach, naja, nicht unbedingt. Eigentlich wollte ich nur... Pam, wann sprechen wir endlich mit ihm darüber? Könnte etwas teuer sein, aber es ist mein Geburtstag und die Schule ist gleich um die Ecke. Es passt mir jederzeit. Ich habe nur etwas kalte Füße bekommen. Das Teil ist genial, hat tolle Funktionen und der Preis ist wirklich angemessen. Aber du solltest dabei sein. Wie wäre es mit morgen? Je eher, desto besser. Hallo, Erde an Eltern. Hört überhaupt zu? Reden wir gar nicht über mein Geschenk? Ethan. Wir reden morgen darüber, wenn du 17 bist. In Ordnung, Ethan? Reden? Über was denn? Komm gleich nach der Schule nach Hause und keine Umwege, verstanden? Ja, schon klar. Aber was ist mit meinem Geschenk? Dann gute Nacht. Und weg ist der Papa.
Hey, hat mir euch jemand zugehört? Ihr seid euch wirklich ähnlich. Wie meinst du das? Mann, ich hoffe nicht. Wovon redet sie? Dad hat zurzeit viel um die Ohren. Genau das ist der Punkt. Ich habe auch nicht gerade wenig zu tun. Ethan. Aber mir hört ja keiner zu. Ach, Ethan, das stimmt doch gar nicht. Du auch nicht, Mom. Ich rede und rede und dein Essen schmeckt trotzdem wie eingeschlafene Füße. Aber ich... Ach, vergiss es einfach. Ich gehe schlafen. Ethan. So. Und was uns oben erwartet, beziehungsweise hier jetzt gleich erwartet, das sehen wir dann im nächsten Video.